Wenn man genauer hinsieht, kann man erkennen, dass es nur eine Fotografie ist. Und damit, hallo liebes Publikum, willkommen zurück bei Luigi's Mansion. In der letzten Folge haben wir den Goldraum hier gefunden. Und bis zu 10, also schon auf 10 Boos hoch gesammelt. Das heißt, ich habe in einer Folge 7 geholt. Ich glaube, ich habe 7 Boos in der einen Folge geholt. Das ist ehrlich gesagt nicht mal so verkehrt. Denn so haben wir jetzt schon ein Fünftel der Boos gesammelt. Wieso habe ich gerade bitte Probleme gehabt, diese Fledermäuse zu bekommen? So, genau das wollte ich. So, ich muss jetzt langsam mal aufpassen, denn ich habe langsam wenig Gesundheit. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich das Wort Gesundheit höre, muss ich sofort Danke sagen oder denken, eigentlich. Aber hätte ich jetzt Danke gesagt, dann wäre das irgendwie, glaube ich, komisch gewesen. Aber es wäre, glaube ich, nicht das erste Komische, was ich jemals von mir gegeben hätte in einer Aufnahme. Von dem her, ja. Welch Wohltat, Feuer! Den Rest konnte ich nicht lesen. So, die Sache ist jetzt, er wird jetzt erstmal hier, Mr. Tatterich, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, wird gleich erstmal in sein Schlafgemach gehen. Und das heißt, wir werden erstmal vorgehen, vorausgehen und hier auf ihn warten. Seine Ersparnisse haben wir schon geklaut. Hier ist seine Kerze. Keine Ahnung, warum er nicht einfach zurückgeflogen ist und an der Kerze sein Feuer angemacht hat oder an einer der vielen verschiedenen Kerzen, die so hier im Raum rumstehen, aber egal. Und da ist der gute Herr Tatterich. Der freut sich voll. Die lodernden Flammen der brennenden Leidenschaft. Oder Moment, wie ist das? Die brennenden Flammen der lodernden Leidenschaft? Sag mir nicht, der ist jetzt wieder zurück im... Oh nö. Okay, ich dachte mir, okay, fotografierst du mal das Herz. Weil ich das ja eigentlich machen wollte. Weil da eigentlich ganz coole Sachen bei rauskommen können. Das habe ich nur die letzten Male immer total vergessen. Aber ja, okay. Dann weiß ich aber diesmal Bescheid. Genau, da ist er wieder. Weg mit euch, Kleinvieh. Interessiert mich nicht, sondern nur dieser Bossgeist hier. So, dann werden wir direkt unseren Schreck weg ein bisschen ausrichten, ein bisschen weiter unten und dann direkt auf ihn warten. Ja, ja, lasst mich mal in Ruhe, ihr Geister. Also ich ignoriere die auch nur. Die haben halt null Gesundheit, das heißt, die sind auch ganz schnell zu besiegen oder null Health. Nicht Health, Health, wenn dann. So, zack. Oh, Herz. Damit wir auf 100 sind. Dankeschön. Ganz viel Herzen hier in seinem Raum. Seine lodernde Leidenschaft, von der er so geredet hat. So, da ist er. So. Und gleich freut er sich wieder. Und dann können wir ihn aufsaugen. Hä? Das hat schon funktioniert ohne... Okay, er kommt wieder. Ich dachte, ich muss ihm erst halt anleuchten. Aber nee, das ist nicht nötig. Na, dann komm mal her, Herr Tatterich. Jawohl! Goldrang! Weg mit dir, Cutscene. Ich will die Kugeln haben. Dankeschön. Und damit haben wir Herr Tatterich gesammelt. So, die geht da hinten hin. Okay. In diesem Schrank ist ein Buball. Sehr gut. Oder eigentlich auch nicht. So, in dem Schrank ist der Bu. Und ich bin Bukuk. Bukuk? Nein, nicht da rein. Oh, gut. Das hätte mich jetzt ein bisschen genervt, wenn der da jetzt reingegangen wäre. Kipschu, du bist von meinen genialen Erfindungen begeistert. Von deinen Wortwitzen aber nicht so sehr, um ehrlich zu sein. Ja, wir müssen nicht nach Mario rufen. So, ich werde hier jetzt die restlichen Geister sammeln.
glaube, das ist ehrlich gesagt nicht mal so großartig notwendig. Oh cool, noch mehr Erspartes in einem Eimer. Cool. So, komm. Jawohl. So, du auch. Weg. Ey, das war doch schnell genug. So, du müsstest jetzt der Letzte sein, hoffe ich. In diesem kleinen Raum sind mehr Geister als in manch anderen Räumen, die viel größer sind. So, und ich wollte gerade sagen, hier ist, glaube ich, nur eine ganze Menge Geld drin. Yo, bleib cool, ich bin DJ Bubu. Ja. Jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, das mit DJ Bubu funktioniert auch nur im deutschsprachigen Raum. Hervorragende Arbeit. Du bist wie ein Leopard auf der... Okay. Ich glaube, von Igitt haben wir jetzt mittlerweile alles gehört, was der so zu sagen hat. So. Und wir haben Marios Mütze. Das müsste also ein verloren gegangener Gegenstand sein. Und mit diesem verloren gegangenen Gegenstand können wir doch zurück zu Madame Caro, um einfach mal zu gucken, ob sie uns irgendwie die Zukunft voraussagen kann. Hallo Madame Caro. Wie sieht's aus? Oder Caro, wie auch immer. Na komm. Ich wollte gerade fragen, was sollte denn das jetzt die ganze Zeit? Nanu, was ist das für ein Gegenstand? Wenn du mit... den du mit dir führst, würdest du ihn bitte Madame Le Caro zeigen? Was ist denn das? Wenn das nicht Marios Mütze ist, warum ist sie nur so sauber? Ganz so, als käme sie aus der Wäscheschleuder! Oh, pardon. Manchmal neige ich zu dramatischen Ausbrüchen und dazu, nicht ordentlich lesen zu können, wie jeder Charakter in jedem Spiel, das der Failord spielt, musst du wissen. Wie? Moment mal, sagte ich gerade Mario? Es ist doch nicht etwa DER Mario! Ah, ich verstehe. Nun, ich sehe ja alles. Also habe ich das schon zuvor gesehen. Aber jetzt sehe ich es so richtig. Dann bist du also der Bruder des berühmten Mario. Und du bist hergekommen, um ihn zu finden. Du bist ja ein toller kleiner Bruder. Pardon, ich lache zu viel. Und ich habe mich da gerade wirklich verschluckt. Oh ja, sie kommen. Die Geister erscheinen. Kommt herbei, Geister der Macht. Zeigt euch, Geister des Sehens. Lasst mich blicken in die gar schrecklichen Dinge, die sich da heute Nacht zutragen mögen. Gläserne Kugel, Symbol meiner Familie. Befähige dich deiner dunklen Mächte, um uns alles zu enthüllen, was du könntest. Ich meine natürlich, was du kannst. Enthülle uns alles, was du kannst. Zeige uns diesen Mario. Das Licht der Geister nähert sich, gewährt uns einen Blick. Oh, ich sehe dein Mario, dass dein Mario noch existiert. Nun, zumindest ist er nicht in der Geisterwelt. Aber man kann auch nicht gerade sagen, dass er lebt. Zum Todlachen. Pardon, verzeih bitte. Wo ist er? Wo steckt er jetzt? Oh, die Geister hüllen sich in Schweigen. Oh. Mehr kann ich dir im Moment nicht erzählen. Bring mir einen weiteren Gegenstand, dann zeige ich dir deinen Bruder. Dieses Objekt spricht jedenfalls nicht länger zu uns. Okay, Madame Le Caro, ich werde dir einfach noch ein paar weitere Gegenstände von Mario bringen. Erstmal welche finden, das ist das nächste Problem. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal in die weiteren Räume, die wir freigeschalten haben, beziehungsweise in den weiteren Raum, der sich hier befindet. Schlüssel rein, zittrige Hand dran, umdrehen und zack, fertig, sind wir drin. Das ist einer meiner Lieblingsräume. Ich muss aber gucken. Ich glaube, ich darf nicht zu weit nach rechts gehen, weil wir sonst was triggern. Ach doch, 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 passt noch. Hier war es nicht. Okay.
Hier haben wir ein Bild, was wir runterreißen können. So sah es gerade aus. Hier. Ein Geisterplakat haben wir gerade abgerissen. Warte, ich glaube, hier ist er. Hä? Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwo ein Speedy Spirit ist. Aber so ziemlich sicher. So. Ich bin mir eigentlich 100%ig sicher. Okay, ist denn doch keiner hier? Ist einer meiner absoluten Lieblingsräume. Ach ja, das ist einfach toll, dass man alle Instrumente anmacht. Und dann die Super Mario-Musik kommt. Ich heiße Melodia. Man nennt mich die geistreiche Schönheit der Elfenbeintasten. Welch eine rührende Darbietung. Seit Jahrhunderten hat mich kein Stück mehr derartig bezaubert. Du scheinst mir sehr musikalisch zu sein. Magst du dir meine Klaviersonate anhören? Ja klar. Einen Moment, ich mache ein bisschen lauter, damit ich es auch verstehe. Ach ja, schön. Übrigens, dieses Stück stammt aus einem berühmten Spiel. Kennst du diesen Klassiker? Klar, das ist Super Mario Bros. 3. Yeah! Ganz genau, du hast recht. Sehr beeindruckend, wie ich sehe. Wie ich sehe, bist du musikalisch. Annähernd so bewandert, wie ich es bin. Möchtest du dich nicht vielleicht ein wenig mit meinen lieblichen Notenblättern beschäftigen, auseinandersetzen? Klar. Gib her die Teile. Ja, ja, ja. Ich verschlinge deine Musik quasi. So, Melodia ist ein schwerer Kampf. Weil hier überall Instrumente sind, gegen die man gegenrennen kann. Ich hab sie aber. Große Perle, große Perle, große Perle. Die Perlen aufzusammeln ist das Wichtigere. Als die paar Münzen. Ja, wenn ich klein bin, kann ich nicht den Staubsauger benutzen. So. Hä? Wieso drehst du dich nicht nach links? Also manchmal will mein C-Stick nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Irgendwas haut heute nicht so ganz hin. So, kommt her. So, und Melodia drin. Das dürfte definitiv besser gelaufen sein als bei meinem ersten Playthrough. Als bei meinem ersten Let's Play-Ansatz. Rate, warum ich Boomio heiße. Boomio, Boomio, lass dein Haar her... Nee, das war falsch. What light through yonder boozer breaks? Oder so. Hey, du bist ja... Nicht zu bremsen, Luigi. Genau. Ich bin niemals zu bremsen. Denn ich habe keine Bremsen. Immer 110% und dann noch ein bisschen mehr. So, jetzt haben wir hier erstmal den nächsten Schlüssel gesammelt. Mit dem wir in dieses nette Zimmer kommen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann erst beim nächsten Mal von in der nächsten Folge, so rum, von Let's Play Luigi's Mansion. Dankeschön fürs Zusehen und an der Stelle sage ich, wie eh und je, Mario. Tschüss, bis dann.